Jo, Leute, jetzt willkommen zurück zum neuen Video und heute geht es um den MIUI MQ14 Bluetooth-Lautsprecher. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Und ja, den habe ich kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen, um mich den einmal vorzustellen. Und reden wir gar nicht so viel oder fangen wir mal gleich an. Ja, so sieht das Teil aus. Finde ich von der Form wirklich sehr, sehr schön. Ist ein richtiges Drei-Wege-System. Auf den Seiten haben wir Passivradiatoren. Auf der Oberseite haben wir einmal den Multi-Connect-Button, um noch ja, einen anderen dazu zu verbinden. Die Leiser-Taste, die Anschalter-Taste, die ja, LED-Modus-Taste. Er hat auf den Passivradiatoren oder an den Passivradiatoren LEDs verbaut. Die auch verschiedene Spielereien noch haben. Das werde ich auch gleich nochmal zeigen. Dann die Lauter-Taste und die Play- und Pause-Taste oder auch die Skip-Track-Taste. Ja, man sieht hier oben auf der Oberseite ansonsten auch noch die Vorrichtung für den Trageriemen. Sehr, sehr schön. Ansonsten vom Finish so gehalten wie ja, von JBL die Lautsprecher mit diesem Stoff. Das Gitter vorne ist ein bisschen ja, nicht so stabil. Dadurch, dass es ein Drei-Wege-System ist, denke ich mal, dass sie versucht haben, so viel wie möglich Plastik hier wegzunehmen, damit der ja, Klang besser einfach rauskommt. Ja, sieht trotzdem wertig aus. Auf der Rückseite wirklich ganz spartanisch, einfach nur hier die eine Klappe. Finde ich auch wieder sehr, sehr gut, dass hier wieder daran gedacht wurde, das mit einer Hand zu öffnen zu können. Wirklich nur den USB-C-Anschluss und den AUX-Anschluss. Mehr ist da auch nicht gegeben. Ja, ansonsten haben wir jetzt hier einen Akku verbaut von 12.000 mAh, also ein recht großer Akku. Ist wie gesagt ein Drei-Wege-System. Wir haben hier auf der Vorderseite einen riesigen Woofer oder relativ großen Woofer, haben hier zwei Mitteltieftöner und zwei richtige Hochtöner. Ja, das fand ich so interessant, dass ich einfach den Hersteller mal angeschrieben hatte und gefragt hatte, ob er mir einen zuschickt. Und ja, hier ist er jetzt gewesen. Ansonsten in der Verpackung, man sieht jetzt hier auch nochmal auf der Verpackung generell ja, die verschiedenen Farben, die es da noch zur Verfügung gibt. Wir haben jetzt die schwarze Variante gehabt. Es gibt ihn noch in Rot, in Grün und in Blau. Hier sieht man auch auf den Abbildungen schon die LED-Funktionen mit den Passivradiatoren. Ja, Outdoor, Bluetooth, Laut, Wireless, Speaker, Loud Sound in Deep Bass. Und ansonsten ist da auch gar nicht mehr so viel drauf, bis auf hier nochmal Automatic Pairing, Long Battery Life, also durch diese 12.000 mAh Akku. USB-C, Wireless, weiß ich jetzt nicht ganz genau, was damit gemeint ist. Ich schätze mal Bluetooth. Und ja, sonst recht spartanisch gehalten. Von der Verpackung her ist es so wie bei der ja, Charge 5 von JBL, dass hier vorne ein Magnet drin ist. Ihr klappt den einmal auf, habt dann hier einmal den Lautsprecher drin. Wirklich nur das USB-C-Kabel, wirklich sehr spartanisch gehalten, aber auch genau das, was man braucht. Also mehr brauche ich beim Lautsprecher nicht. Und ja, und dann den Lautsprecher an sich. Und mehr gibt es davon der Verpackung gar nicht zu sagen. Und dann würde ich auch gar nicht so viel weiterreden. Wir machen jetzt einfach mal einen Soundcheck und dann komme ich zum Schluss nochmal auf mein Fazit zu sprechen. So, und dann sind wir jetzt auch im Soundcheck. Ja, ich habe jetzt nur noch die Soundcore Motion Boom Plus da. Und ja, der MQ14 wird jetzt als erstes spielen und dann switche ich hin und her. Ist natürlich von der Größe ein bisschen unfair. Wir sind hier beim Gewicht aber bei gleicher. Also wir sind so bei 2,13 Kilo beim MQ14 und der ja, Anker wiegt auch so um die 2 Kilo. Also vom Gewicht sind wir auf jeden Fall hier identisch, aber von der Größe halt nicht ganz. Und ja, ich rede gar nicht so viel weiter. Wir fangen einfach mal mit dem Soundcheck an. Der MQ14 spielt zuerst. Wir sind so auf halber Lautstärke. Motion Boom Pass. So, und das Interessante ist hier eigentlich, dass wir hier verschiedene Soundmodis haben, insgesamt drei. Das ist jetzt der 3D-Modus. Und ich finde, das macht ja wirklich cool, den 3D-Klang. Plus. Nochmal ein anderer
geiler Track. MQ14. Das ist jetzt, wie gesagt, dieser 3D-Modus. Hier nochmal den dritten Modus, das ist dann der Bass-Modus. Boom Plus. MQ14. So, nochmal ein anderer Track. Wir sind so, ja, auf halber Lautstärke immer noch. Plus. MQ14. Plus. Ja, dass ihr erstmal so einen kleinen Eindruck habt. Also ja, an dem Buschen Boom Plus kann sie natürlich nicht mithalten. Ich finde aber, der ist wirklich gut gelungen, der Lautsprecher. Mir fehlen ein bisschen Mitten und die Höhen sind mir ein bisschen zu spitz. Aber dieser 3D-Modus, den finde ich wirklich sehr, sehr, sehr krass. Und bei manchen Tracks ist er wirklich sehr, sehr extrem. Und da denkt man wirklich, man hört hier mit einer riesigen Stereoanlage. Das ist wirklich genial. Ich wollte jetzt hier euch nochmal ganz kurz die verschiedenen Modi zeigen. Also wir haben jetzt hier diesen, ja, Party-Modus. Dann gibt es hier diesen, ja, in den, weiß ich gar nicht, wie man das nennt, also in, dass sich das halt dreht im Passivradiator, dann hier so ein Flackerteil und ja, umso weiter ihr drückt, umso mehr kommt dann. Irgendwann kommen dann nur noch einzelne Farben, das finde ich eigentlich auch ganz cool, blau, ja, gelb, violett und so weiter, ne? Und ja, finde ich eigentlich ganz cool. Ist nicht so extrem wie jetzt bei anderen Herstellern, die das irgendwie auf der Vorderseite machen, noch mit irgendwelchen Disco-Lights oder so. Das finde ich immer ein bisschen billig. Ich finde es so ganz gut, man kann das selber einstellen und das passt so auf jeden Fall. Ja, dann gehen wir einfach mal ins Fazit. So, und dann kommen wir jetzt auch zum Fazit. Ja, ich hoffe, ihr habt einen guten Eindruck bekommen von dem MQ14. Und ja, ich finde wirklich, das ist ein guter Lautsprecher. Kann natürlich jetzt nicht mit dem Motion Boom Plus mithalten, aber das ist auch nochmal eine andere Kategorie von Lautsprecher, was das Volumen angeht. Ich finde, er macht wirklich einen guten Job. Ich finde, da könnten aber noch so ein paar Sachen geändert werden, wie zum Beispiel die Soundmodis. Also ich finde wirklich den 3D-Modus sehr, sehr beeindruckend. Ich finde aber, dass der auch nochmal vom Klang ein bisschen angepasst werden müsste. Hier fehlen mir irgendwie auch die Mitten. Er klingt sehr höhenlastig und irgendwie dieser Tiefbass kommt auch nicht richtig zur Geltung. Also maximal, wenn man ihn irgendwie in die Ecke stellt, klingt das wirklich beeindruckend. Aber dieser Kickbass fehlt halt einfach. Da würde ich nochmal ein bisschen, ja, einfach mit dem DSP regeln. Hier ist auf jeden Fall ein DSP verbaut. Man merkt es auch auf höheren Lautstärken, dass er das dann anpasst. Dieser, ja, Tieftöner kann das halt einfach nicht wiedergeben. Ja, dann habe ich noch so ein paar Sachen vergessen. Den Akku hatte ich euch ja genannt von 12.000 mAh. Der hält 8 Stunden bei 50% Lautstärke. Das ist natürlich immer je nachdem, was ihr für Musik hört. Ansonsten haben wir hier für den Tieftöner in der Mitte 40 Watt. Wir haben für die beiden Mitteltöner jeweils 10 Watt und für die beiden Hochtöner 5 Watt. Also haben wir insgesamt ein, ja, System, was, lasst mich nicht lügen, ja, 60 Watt hat. Ich denke 70 Watt Spitze. Und 40 kHz bis 20.000 kHz, das ist auch wirklich wahrscheinlich angegeben und das wird auch richtig sein. Dieser, wie gesagt, Tiefbass, den hört man leider nicht besonders, da würde ich auf jeden Fall nochmal nachbessern. Ja, dann sollte es doch jetzt erstmal soweit gewesen sein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr hattet einen guten Eindruck. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen freuen. Und alle Links, die ihr zu dem Lautsprecher finden müsst, habt ihr bei mir in der Beschreibung. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.